Die 33-jährige Architektin Carla Erdmann steht vor den Trümmern ihrer Ehe. Ihr Ehemann hat sie betrogen. Obwohl Carla ihn noch liebt, kann sie ihm den Seitensprung nicht verzeihen. Das passt doch prima, komm. Aber wir sollten woanders hingehen. Vielleicht zum Chinesen, der ist ja ganz in der Nähe. Nein, 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 das kommt nicht in Frage. Ich hasse Chinesisch. Wieso? Ente süß-sauer ist doch dein Lieblingsgericht. Ja, das war mein Lieblingsgericht, aber ich habe mich vor 3 Wochen so dermaßen mit Ente süß-sauer den Magen verdorben, dass ich 3 Tage lang flachgelegen habe. Es kommt nicht in die Tüte. Kein Chinesisch. Komm, hier ist es schön. Na, dann gehen wir in das Café am Bordesplatz. Nein, 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 nein. Ich bin gerade vorbeigefahren. Die reparieren, die haben zu, da können wir nicht hingehen. Die haben aber auf und da gehen wir jetzt rein. Komm. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Nichts. Carla, Marco, was macht ihr da? Hey, Giovanni. Kommt hier rein, ist alles vorbereitet. Ach so, das war alles geplant, ja? Aber doch nur, um dich zu überraschen, Carla. Marco, was auch immer du vorhast, vergiss es. Habt ihr schon gewählt? Ja, Giovanni, wir hätten gerne beide die Sitzung. So, Jola, kommt sofort. Schön, dass ihr wieder zusammen seid. Ha, hörst du? Giovanni findet auch, dass wir zusammengehören. Ich finde, darauf sollten wir anstoßen. Naja, Giovanni hat dich auch nicht mit dieser Verkündung.